Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Part. Ja, FIFA 20. Braunschweig lässt gegen Jena zu viele Chancen liegen. Bruder, ich fühle das, Mann. Ich fühle das absolut. Das muss man einfach mal genauso sagen. Ja, heute müssen wir auf jeden Fall gegen Duisburg ran. Ja, die Teammoral, keine Ahnung, ich check das nicht, Mann. Die ist die ganze Zeit schlecht. Also es ist egal, ob wir, wie ich auch diese Interviews führe oder sonst irgendwas, die ist ständig auf normal. So, also, dann sollen die das doch nicht einfügen, wenn es anscheinend scheißegal ist, was du machst, weil du die eh nicht verbessern kannst. Okay, wir lassen unsere Aufstellung auf jeden Fall so. Da kenne ich heute nix. Haben das ja, glaube ich, auch schon im letzten Part umgestellt. Doku muss dann wahrscheinlich wieder irgendwann raus, aber das ist egal. Boah, da. Oh. Ah, der wäre super gekommen. Und Doku! Oh, Pfosten, Alter. Heftiger Dude. Oh mein Gott. Was? Hä? Ich check diese Aufgabe nicht. Oh mein Gott. Und Doku! Oh, wieder. Ja, natürlich. Hä? Was willst du denn? Hä? Hä, wie Zone verlassen? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott! Doku! So, siehst du, geht ja doch. Okay, ich mach, ich lasse das so. Genau, Ton sollte stimmen auf jeden Fall. Dann können wir auf jeden Fall hier starten. Ja, letztes Spiel ja leider nicht gewonnen. Das davor auch nicht. Aber das davor haben wir gewonnen, alles gut. Nein, das wollte ich nicht. Ich will andere Einstellungen nehmen. So, genau. Heute gegen Duisburg. Ich weiß gar nicht, wo die stehen. Da gucke ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich nach, weil, ja, macht eh keinen Unterschied. Ich muss jetzt hier erstmal nicht mal Zeit, irgendwas einzustellen. Da sind sie hier schon am Tor, meine Freunde. Aber jetzt die Möglichkeit für Kammerbauer da durchzugehen. Und das macht er auch. Greenwood müsste genau jetzt laufen. Macht er auch, meine Freunde. Greenwood, schöner Laufweg. Ja, Greenwood! Junge, was ist los? Alles easy going, Bruder. Ich muss das Spiel kurz ablegen, weil ich mein Mikrofon noch mal ein bisschen leiser mache. Ich glaube, das übersteuert hin und wieder. Ich weiß nicht, das ist manchmal im roten Bereich. Ich weiß nicht, ob das schon übersteuern ist oder ob das noch gut ist. Oh, guckt es euch an, der Greenwood. Ich hätte auch sweaten können. Da dachte ich so, Junge, Greenwood braucht auch einfach mal ein Erfolgserlebnis, so, weißt du. Und dann habe ich gedacht, Bruder, machen wir doch einfach mal das. So, das ist schon mal gut gelaufen, der Anfang hier. Direkt mal das 1-0 geschossen. Ja, es ist dann halt auch irgendwo Kammerbauer, ne, der dann da auch natürlich super einen Ball auch hinlegt, so. Weil er das halt kann, ne? Das ist halt auch wichtig, wie die Filmfestspielstätte so. Na, ich wollte gar nicht mit dem Dings raus. Er fällt um. Oh. Ich hab gerade ein bisschen Schleim aus meiner Nase rauslassen müssen, so. Das ist halt unnötiges Gewicht, was man halt mit sich schleppt, ne? Den Schleim deswegen einfach mal rauslassen. Wäre auch geil, wenn das jetzt direkt so der Ausgleich wäre. Wäre auf jeden Fall heftig und wäre auch kacke für uns, aber egal. So, Mai natürlich auf Nerik, das ist ja klar, ne, den Pass, den sehen wir ja öfter hier im Spiel. Dann schön auf Dings, oh mein Gott, er geht da durch, damit hätte ich nicht gerechnet. Einfach mal schießen, weil ich konnte jetzt eh nichts mehr machen. Und nimmt er den noch oder ist der aus? Cool, jetzt kriege ich ihn nicht mal. Digga, ich hasse das bei FIFA, dass die Spieler da automatisch hingehen. Ich habe ihn sogar weggedrückt und FIFA denkt sich so, nee, der Ball kommt dahin, da muss der Spieler hingehen. Ja, da fehlt irgendwie unser Außenverteidiger, habe ich das Gefühl. Naja, ich laufe immer gerade so ein bisschen hinterher, ne, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der Ball ist wieder weg, war. Obwohl, oh, Digga, Sugarzon ist ja mal richtig schnell, der Dude, Alter. Dude, der kann laufen, der hat Platz, meine Freunde, der kann's. Und der flankt einfach mal schön zu Greenwood, der im Abseits steht. Warum auch immer der sich da hinstellt, wir werden es wohl nie erfahren, meine Freunde. Naja, komplett umsonst gesprintet, passiert. Und den haben wir auch direkt, meine Freunde, und den haben wir auch. Und jetzt erstmal ruhig, schön wieder über außen, ne, da kenne ich ja nix. Dann hier reinpassen, ne, leider nicht. Aber dann mit dem Ball wieder, oder der hat da locker ins Ausgehauen. Ganz auf trocken hier. Okay, da spielen sich zwei Spieler frei, das ist sehr gut. Dann können wir hier unten lang spielen. Dann machen wir den Pass doch hier hin. Ja, Greenwood weiß noch nicht ganz, wo der Laufweg sein muss. Schade, das wäre auch ein schönes Tor gewesen. Hätte mir auch mir direkt Gordon geben können. Oh, schön, Digga. Guck, und deswegen spielt der. Ich versuche, glaube ich, Gordon und den anderen Kammerbauer auf jeden Fall zu verpflichten. Oh, ist der zu weit? Kommt auf jeden Fall an. Oh mein Gott. Sigurdsson! Bruder, den musst du machen. Was soll das denn, Bro? Aber ich jetzt aber ein bisschen traurig so. Kannst du schon mal in den Chat gucken. Weinkauf. Ja, Digga, ist klar. Wenn er besoffen spielt, dann wird das auch nichts hier. Und bam. So, okay, den haben wir auch wieder. Okay, mein Spieler dreht sich um, denkt sich so, nee, Mann. Ey, Digga, wenn jetzt... Ja, siehste, das ist halt dann auch einfach der Bär da, ne? Ja,
Oh, da ist der eine sogar sehr gut gelaufen, aber leider stand ich mit dem Rücken dahin. Ja, komm, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Man muss nicht immer, es geht nicht immer nur nach vorne, so. Man muss auch mal sich zurückfallen lassen, um dann solche Sachen hier zu spielen. Kein Abseits, das sehe ich. Und dann die Flanke! Leider nicht. Kein Abseits, alles gut. Okay, wenn dann. Ja. Der Bär, der Bär! Wir sind sehr stark. Aber halt, lassen wir da zu viele Chancen liegen, ne? Also, was heißt Chancen? Wir haben erst zwei Schüsse aufs Tor gehabt oder so, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, Digga, guck, da sehe ich mich doch! Ja? Ja, Digga! Fühle ich, Mann. Ja, Digga, was laberst du? Natürlich war der. Der hat mich wegge. Hallo, er hat geschubst. Beklaut, geschlagen, geschubst oder wie auch immer. Ich kenne den Titel nicht mehr, da bin ich rausgewachsen so. Ich finde, das hätte auch eine rote Nacht. Ja, guck da und da, was soll das, Alter, da so reinzugehen? Also. Ja, ich finde, da kann ich immer noch nicht, aber mit Greenwood. Also ich gehe erstmal dahin. Warte, so. Dann drücke ich und dann, wenn er den Ball berührt, ne? Zack. Ja, Mann, ganz locker Greenwood hier. Ja. Was soll ich sagen, ne? Ja, man hat halt trainiert auch irgendwo, ne? Wir gucken danach, ob das Legende ist. Alles gut, Jungs. Ich weiß doch, was ihr sehen wollt. Ne, das ist okay. Ja, gut, jetzt hat jeder gemerkt, dass ich auf jeden Fall immer noch kacke bin. Boah, Bruder, Alter. Wenn der reingeht, Alter, dann steht's hier 2-1. Ich weiß, ich habe in Mathe aufgepasst. Bisschen dies, das so. Addition bis 2 kann ich. Okay, da sollte der Ball nicht hin, aber hat ja nochmal geklappt. Dann rege ich mich auch gar nicht drüber auf, weil Greenwood läuft halt nicht. Ich dachte, er läuft. Ja, ich muss auch erstmal mit dem warm werden, so, ne? Man weiß halt noch nicht so ganz, was er macht, meine Freunde. Kieski hat Bock. Nimmt den Ball. Da kommt er zu Greenwood! Oder zu Dings! Doku, sorry. Digga, sorry. Nächstes Mal kenne ich deinen Namen wieder. Ja. Ist halt, weißt du, jeder dachte so, oh, Doku, der ist heftig, Alter. Aber ist er halt nicht, ne? Übrigens haben Leute geschrieben, dass 2,5 Millionen für Greenwood ein echtes Schnäppchen ist. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, weil ich bin kein FIFA-Experte und es stand ja auch kein Wert dran. Es stand halt nur online 4,5. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das wirklich der Marktwert ist oder so das Einstiegsding oder so. Falls den einer von euch gekauft hat, könnt ihr mir einfach mal Bescheid sagen, ob das wirklich so gut war. Wie gesagt, ich bin leider kein FIFA-Experte, was sowas angeht. Ja, da habe ich leider, das war sogar mein Fehler. Da habe ich sogar zu. Oh, Digga, schön. Da habe ich sogar zu lange gedrückt. Ja, muss ich auch mal. Okay, da gebe ich dann aber auch Kammerbauer die Schuld, wenn der jetzt reingeht. Ja, Digga, ganz locker, flockig wird hier einfach zur Ecke zum Dings geklärt, meine ich. Okay, was auch immer da angezeigt worden ist, es war anscheinend ziemlich langweilig, deswegen haben wir es direkt weggemacht. Ach, Bruder, wenn der sich da gerade so anbietet, ja. Mal auch ein bisschen hier, jetzt aber ein bisschen, ja, da wird hier direkt nach vorne gelaufen, da kenne ich ja nichts. Okay. Ah, scheiße, da bin ich einen zu weit gegangen. Vor allem, er hat doch einfach den Spieler gewechselt, ohne dass ich was gedrückt habe. Nee, Digga, ich kann nicht mit dem Verteidiger raus, das geht nicht. Ja, FIFA will es so, ne? Aber ich will es nicht und dann mache ich es auch nicht. So ganz einfach. Und da habe ich ihn auch wieder. So, das wäre sogar der gewesen, mit dem ich rausgelaufen wäre. Oh, gefährlich? Nee. Wurde auch in dem Rücken des Angreifers gespielt. Alles gut. Oh, Doku, was ist das denn, Alter? Ja. Aber dann nicht mehr so gut. Ja, Apache bleibt gleich, Alter. Komm, Gordon, den hast du, Bruder. Hol ihn dir. Ja. Nicht so gut, nicht so gut. Gefährlich, meine Freunde. Aber dann haben wir ihn wieder hier raus. Ganz locker, gar keine Gefahr. Ja, ich spiele sehr komisch gerade, das merke ich selber. Aber dann kommt halt so ein Pass, der da gar nicht hin sollte, aber der wirklich gut gekommen ist. Gut ist der gekommen. Dann zack und... Ich weiß nicht, warum ich da gerade eine Flanke reingehauen habe, Jungs. Ich kann es mir selber nicht genau erklären. Ja, okay. Aber egal, wir haben ihn noch. Kieski. Der kann auch mal von hinten schießen. Kann man ja mal machen, so, ne? Ja, wenn man 2-0 führt, dann... Jetzt ist es halt noch so, weißt du, denkst du, ja, geil, Digga, alles easy, so, ne? Das haben wir gewonnen, aber gleich machen die halt 2 Tore hintereinander und dann steht 2-2 und dann denkst du dir nur so, was habe ich da gemacht? Ach, Bruder, brauchst du nicht schlecht gelaunt sein hier. Urdingen führt, das ist schlecht, die spielen um den Aufstieg. Bayern ist unser Verfolger oder die sind auch da, wo wir sind, ist auch nicht so gut. Die anderen beiden spielen, glaube ich, nicht. Wer ist denn das überhaupt? Magdeburg und den anderen habe ich vergessen, man ist zu irrelevant irgendwie, die Teams. So. Ja, man kann auch mal ein paar Minuten hinten rumspielen. Ich meine, wir nehmen uns ja die Zeit von der Uhr dann halt auch irgendwo. Bis Gordon dann halt Platz hat und der Ball nicht dahin kommen vor soll. Ich meine, der ist doch sogar gerade reingelaufen. Mann, was denkst du denn, wo ich hinspielen möchte? Dankeschön.
Ja. Nee. Ich hätte Elfmeter gegeben, um ehrlich zu sein, aber muss natürlich auch jede Mannschaft für sich selbst entscheiden. Das war nur ein Pass auf Godin, damit er jetzt flanken kann auf Greenwood. Der einfach liegen bleibt. Er hat sich wehgetan beim Kopfball. Im Auge anscheinend oder so. Cool, und da wird der Spieler nicht gewechselt. Ja, ich spiele das Spiel auf jeden Fall, muss ich sagen. Da will er doch hochspielen. Nee, will er nicht. Da will er aber hochspielen. Ja, das habe ich gesehen und habe es auch direkt unterbunden. Na komm, raus! Schön, Digga. Hab ich auch gut gemacht hier. Muss man sagen. Props an mich selber. Ja, gefährlicher Ball. Hätte man so jetzt vielleicht nicht spielen sollen, aber hat ja geklappt. Ach, Bruder, wir spielen jetzt ein bisschen ruhiger. Wenn ich jetzt sehe, dass ich hier nicht durchkomme, dann muss ich nicht aus Zwang irgendeinen Dummball spielen. Dann chill ich auch mal gerne. Greenwood verletzt, aber nur am Kopf. Das heißt, theoretisch könnte er... Na gut, da passt auf jeden Fall. Ja, riecht nach Proschwitz, ne? Aber er soll einen Versuch soll er noch haben, hier einen Hattrick zu machen. Das wäre der erste Hattrick. Und in der dritten Bundesliga ist das auch viel wert so. Weil wenn du so einen Hattrick da machst, das ist so direkt, Bruder, du wirst direkt von allen Mannschaften gekauft, die halt Bock auf dich haben. Weil die kaufen meistens immer Spieler, wenn die Bock haben, so. Oh, das ist jetzt auch wieder gefährlich. Aber da müssen sie zurückgehen. Ja, da muss ich dranbleiben, leider gerade. Ja, nicht so gut, nicht so gut. Okay, nicht wir auf jeden Fall. Cool, ich soll nicht mal meinen Verletzten auswechseln, ist auch geil. Ja, der ist zwar verletzt, aber wie wäre es, wenn du erstmal Bär auswechselst, so. Wäre das was für dich? So, dann spielen wir hier hin. Darunter. Da sehe ich ihn, kein Abseits, habe ich zumindest so gesehen. Eine tiefe Flanke oder auch nicht. Oh, Junge, alles klar, ey. Wenn man mal kurz auf das falsche Tor schießt. Oder Kopfballt. Guck, wieder kein Spielerwechsel. Ich verstehe es nicht, Mann. Manchmal wechselt der Spieler, wenn er nicht in der Luft ist. Und manchmal wechselt er sie aber nicht, wenn der Ball in der Luft ist. Oh, jetzt wollen sie aber hier über außen wieder kommen. Die kommen viel über die Seite von Goden, ne? Die wissen, dass das unser Schwachpunkt ist, glaube ich. Okay, das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Ja, okay, nochmal gut abgewehrt. Das wäre jetzt aber, wäre fair gewesen, wenn er reingegangen wäre. Kiewski gegen Schütter. Kiewski macht voll das gute Game irgendwie, ne? Der hat schon ein, zwei gute Sprints gemacht. Aber ich dachte, Kiewski ist die ganze Zeit unser ZOM. Irgendwas habe ich da durcheinander gebracht, glaube ich. Nee, Digga, so wird das hier nix. Kommen die zu mir? Nee, dann kann ich wieder ganz locker, flockig passen. Finde ich auch gut, dass die KI da nicht mal so klug ist. Okay, der passt jedes Mal. Vielleicht stelle ich da mal einen Spieler hin. Nö, denke ich gar nicht dran. Okay, da muss er jetzt einfach mal durchlaufen hier. Na. Gut, das war eigentlich Vorteil, aber... Er kriegt halt nicht mal... Wenn er jetzt rot gegeben hätte, okay. Aber so ist es doch Vorteil. Ja, ich kenne mich mit den Dingern hier nicht aus. Ich mache einfach mal dahin. Ja, okay. Ich hätte passen sollen. Das wäre, glaube ich, etwas besser gewesen. Greenwood ist übrigens wieder fit. Der hat sich nur kurz was verzogen im Auge oder so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, okay, dann... Dankeschön. Oh mein Gott, das wäre wunderbar. Da sehe ich doch, dass er Platz hat. Kiewski, kannst doch einfach mal selber machen. Ja, es ist halt, es ist irgendwo auch nur der Verteidiger, ne? Aber man will es dann halt irgendwo ihm auch einfach mal gönnen. Leider nicht so gut. Ah, den haben wir ja, alles gut, Longs. Ja, bisher Duisburg nicht so gefährlich vom Tor, ne? Ich glaube, die hatten so eine gute Chance, wo ich jetzt mich auch nicht beschwert hätte, wenn er reingegangen wäre. Aber das wäre es so. Oh mein Gott, Greenwood! Oh, ein bisschen zu kurz gespielt, schade. Nein, lass ihn ins Ausgehen. Oh, lass ihn doch ins Ausgehen, ey. Warum sprinten die da immer hin, als gäbe es keinen Morgen? So, das wollte ich sagen. Jungs, ich brauche einen Schützen. Ich brauche einen zweiten Schützen. Spieler rufen, RB, komm her. Okay, easy. Und dann passen wir da hin. Oder auch nicht. Okay, cool. Ja, keine Ahnung, Alter. Das ist halt... Ist FIFA. Oh, Goden, Alter. Das nenne ich Moral. Ja, komm, dann schieß einfach mal. Ja, komm, versuch's, Mann. Aber jetzt wirst du ausgewechselt. Ich gehe mit Greenwood ein bisschen zurück. Ja, genau, er muss nämlich jetzt den Kopfball machen und schafft's nicht. Perfekt den Spieler ausgewählt. La la la, la 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 la. Der Ball ist weg. Ja, komm. Buh. Wir spielen leider nicht zu Hause. Das wäre noch ein bisschen besser, weil... Ja.
Ist einfach auch cool, ne, zu Hause einen Sieg holen. Wir sind ja irgendwie die beste Heimmannschaft, aber auch wenn ich davon nicht so viel sehe. Oh, Kammerbauer! Kammerbauer! Wie kann er den nicht machen, Alter? Lächerlich ist das. Ja, komm, ich kann eh nicht passen, deswegen hauen wir den einfach mal rein. Jetzt muss ich aber aufpassen. Soll ich den wegrätschen? Ich weiß nicht. Ja, komm, Digga. Ja, egal. Man muss sich auch mal was trauen. Ja, die Gelbe ist okay. Guck, Angriff unterbunden so. Ja, Kammerbauer, der kann es auch mal. Und einfach hoch und weit bringt Sicherheit. Geh hin. Der Torwart geht halt nie hin. Warum wollen die denn die ganze Zeit auf Abstoß spielen? Das verstehe ich nicht. Jetzt kommen sie, Alter. Jetzt in der 88. oder so. Jetzt denken sie sich so, ja doch, jetzt so langsam könnten wir doch mal zustellen. Oh mein Gott. Den hat er ja super gespielt. Greenwood steht nicht frei. Bürger, Bürger! Ja, ich lasse noch zu viele Chancen liegen. Das sehe ich selber. Aber ich finde, dieses Spiel bin ich irgendwie konzentrierter. So. Ich weiß nicht, ob das am Gegner liegt, dass der scheiße ist oder... Weil ich auch vom Pass her so, ich habe jetzt so auf einmal einen viel besseren Blick, als ob ich so aufgewacht bin und auf einmal bin ich klug, weißt du? Oh nein! Das wird ein 2-2, das sehe ich jetzt schon, Alter. Scheiße. Ja, okay. Schlecht gemacht auch von mir. Ein bisschen Zeit kann man ja runternehmen. Das ist ja noch in Ordnung, denke ich. Weil es steht halt auch keiner frei, so wirklich, ne? Nein, oh nein, ich hab falsch geguckt. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 verpiss dich. Ja, GG, es ist 2-2, Mann. Das steht schon fest, ja. Das war aber auch gerade dumm von mir gemacht. Oh mein Gott. Ah, okay, ja. Nein, ich bin so... Oh mein Gott, was? Oh! Als ob das kein Elfmeter ist. Oh! Digga, ich dachte so, wenn er schießt, ist er safe drin. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht kriegt er das noch hin. Alter! Sieht man das nochmal an der 90. Nee, leider nicht, ne? Ei, du meine Güte. Ach, du Scheiße, Digga. Wir hatten einfach 9 Schüsse oder so. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Boah, jetzt ist mir aber einer flattern gegangen, sage ich euch. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Ein grandioser Auftritt von Greenwood, Mann. Moral ist halt nur zufrieden. Ja, 2 Tore gemacht, aber... Wir müssen uns nicht verbessern. Ich danke. Geil, Alter. Nee, müssen wir nicht. Ganz einfach. Oh, so, dann machen wir hier einen Tag weiter, dann oder 2 Tage weiter, dann trainieren wir erstmal. Obwohl, jetzt kriegen wir erstmal hier Transferangebot. Das sage ich gar nichts mehr zu, Alter. Ich bin stolz auf dich. Vor allem, er ist doch Schlüsselspieler. Natürlich spielt er viel. Was denkt er denn? So, jetzt habe ich ja gesagt, wir müssen leider auch langsam anfangen, da neue Sachen reinzumachen. Machen wir mal das hier bei dem. Bei Doku. Ich mache eigentlich gerne eher schwerere Dinge, muss ich sagen. Das hier. Der kann noch. Den stellen wir erst nächstes Mal wieder um. Dann Meier. Lassen wir nochmal, weil der macht da gerade 2 plus. Sehe ich gerade hier, dass er 2 dazu bekommt. Und der kriegt schon nochmal 1. Deswegen nehmen wir das einfach mal so mit. Ja, das ist doch in Ordnung. Nee, hat er sogar nicht mit. Achso, das kriegt er mit, wenn der A macht oder was? Irgendwie so, ne? Naja, egal, das passt ja trotzdem. Alles gut, Digga. Marktwert um 54% gestiegen, kann man auf jeden Fall mal machen. So, genau. Simulation stoppen. Wir schauen uns kurz einmal die Tabelle an, meine Freunde. Wir sind immer noch 6. Ingolstadt, siehst du, Ingolstadt ist es nämlich. 10 Punkte Abstand. Es wird langsam eng, aber es sind noch ein paar Spieltage, ne? Wenn wir jetzt so 4 Siege in Folge holen, dann wäre alles wieder gut. Ja. Kaiserslautern 18. Das heißt, da haben wir schon mal safe verloren. Wie ist eigentlich unsere Tordifferenz? Sie ist sogar plus 9. Ist auch gar nicht so schlecht, ne? Ja, plus 31 Tordifferenz, einfach Ingolstadt. Ja, okay, Bro, hol alles raus. Aber Magdeburg hat sogar schon gespielt. Das heißt, wenn wir gewinnen, haben wir nur noch 7 Punkte Abstand. Das heißt, theoretisch könnten wir hier jetzt einen wichtigen Punkt holen, auf jeden Fall.
Mannschaft ist fit aus Sadoku, das ist egal. Digga, guck mal, die Teamorale war doch eben gut. Warum ist die jetzt schon wieder nur zu Dings? Ich check das nicht, Mann. Das macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part. Bis dann, K, thanks, bye.